Hallo zusammen. Ja, was haben wir hier hinten an der Tafel stehen? Klar, Einbruch 360, 378. Ja, aber wie der Experte oder die Experte mit geübtem Blick erkennt, ist das keine schöne Darstellung für den Bruch. Ne? Viel schöner wäre es, die gekürzte Darstellung zu haben. Kürzen, was ist das nochmal? Zähler und Nenner werden durch dieselbe Zahl dividiert. Okay, mit welcher Zahl können wir denn kürzen? Ne? Am Anfang jetzt hier sieht man noch relativ einfach, beide Zahlen sind durch 2 teilbar. Also können wir doch Folgendes machen, wir teilen Zähler und Nenner durch 2. Wir kürzen den Bruch mit 2. Ich schreibe es mal multiplikativ hin erstmal. Ne? 360 ist 180 mal 2. Ja, und bei 378 muss man vielleicht ein bisschen länger nachdenken. Aber wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, im Kopf rechnen. Ne? 360, haben wir festgestellt, ist 180 mal 2. Dann bleiben 18 übrig. Das ist 9 mal 2, also haben wir 189 mal 2. Wer hier zum Taschenrechner greift, macht's umständlich. Okay, so, das heißt, wir können jetzt hier die 2 wegkürzen, ne, und sieht, 360, 378 ist das gleiche wie 180, 189, klar. So. Was können wir jetzt weitermachen? Also 189 ist nicht durch 2 teilbar, ne? Schauen wir mal, ob wir durch eine andere Zahl dividieren können. Ah ja, 180 ist durch 3 teilbar, Quersumme bilden, ja, 189 ist auch durch 3 teilbar, also kürzen wir doch mit 3. 180 ist 60 mal 3 und 189 ist demnach 60 plus 3, also 63 mal 3. Ja? Okay. 3 fällt weg und wir haben 60 63. Ja, kann man da vielleicht noch weiter kürzen? Schauen wir mal. Ah ja, sieht so aus, könnte man. Ne? Hier mit 3 geht nochmal durch 3. 60 durch 3, 63 durch 3 funktioniert. Ich schreibe es jetzt mal, ich schreibe es auch einmal ausführlich hin. Hier kommen, das ist 20 mal 3 und 63 ist 21 mal 3. 3 fällt weg, haben wir 20, 21. Also 360, 378 ist das gleiche wie 20, 21. Und jetzt kann man schauen, lässt sich das noch weiter kürzen? Nein, lässt sich nicht mal weiter kürzen, weil 20 und 21 haben keine gemeinsamen Teiler mehr. Okay. Ja, das wäre natürlich ein bisschen umständlich, jetzt das Ganze so in einzelnen Schritten zu machen. Ne? Wie hätten wir es schneller machen können? Schneller hätten wir es machen können, wenn wir die größte Zahl gesucht hätten, durch die 360 und 378 teilbar sind. Ja? Durch welche Zahlen haben wir denn geteilt? Durch 2, durch 3 und durch 3. Also letztlich hätten wir auch gleich durch 2 mal 3 mal 3, also durch 18 teilen können. Ne? 2 mal 3 mal 3, das ist 18. Das heißt, 360 ist durch 18 teilbar, 378 ist auch durch 18 teilbar. Okay, wenn wir das mal entsprechend hinschreiben, 360 mal 8 ist durch 18 teilbar. Und zwar ist 360 20 mal 18. Ja, und 378 ist 21 mal 18. Ne? Klar, 360 plus 18 dazu ist 378. 21 mal 18. So. Wenn wir vorher gewusst hätten, was die größte Zahl ist, durch die beide Zahlen 360 und 378 teilbar sind, dann hätten wir die gleich nehmen können und wären schnell fertig gewesen. Ne? Okay, welche Zahl brauchen wir also? Wir brauchen den größten gemeinsamen Teiler. Ja, man schreibt das so, der größte gemeinsame Teiler, GGT, von 360 und 378 ist 18. Das heißt, beim Kürzen nimmt man am besten gleich den GGT von Zähler und Nenner und dividiert beide durch den GGT. Dann ist man schon fertig. Die Frage ist natürlich, wie findet man den GGT? Damit werden wir uns jetzt befassen, der Einheit. Und es gibt natürlich nicht nur sowas wie den GGT, sondern auch das KGV, ne? Das kleinste gemeinsame Vielfache. Und eure Aufgabe jetzt zu diesem Video ist, wo spielt beim Bruchrechnen eigentlich das kleinste gemeinsame Vielfache eine Rolle?
Macht mal Vorschläge.